Es ist kein Geheimnis, dass Flife Universe einige Probleme hat. Und heute ist es an der Zeit, darüber zu reden. Wichtig ist hierbei noch, das Video bietet jetzt natürlich keine abschließende Auflistung aller Sachen, die momentan die Community nerven und die momentan stark kritisiert werden, sondern es ist meine persönliche Einschätzung der momentan oder Situation der letzten paar Monate, sagen wir mal. Und ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, was euch denn so am meisten nervt, weil dann sieht man nochmal so einen Rückblick oder so ein Feedback so der größten Probleme des Spiels, sage ich mal, aus Sicht der Community. Und genau. Aber heute geht es mal um die Sachen, die ich mir jetzt rausgesucht habe. Über alle Probleme zu reden, würde sowieso viel zu lange dauern. Denn es ist ja kein Geheimnis. Ich meine, jedes Spiel hat Probleme, jedes Spiel hat Bugs, jedes Spiel hat Sachen, die die Community nerven, stören, aufregen, wie auch immer. Ja, das ist alles kein Geheimnis. Und ich meine, es gibt kein perfektes Spiel, darüber braucht man gar nicht reden. Entsprechend ist natürlich Flife Universe natürlich auch nicht perfekt. Aber es gibt natürlich einige Punkte, die man einfach ansprechen muss, weil sie für viele Leute halt auch einfach zum Beispiel ein Grund sind, für immer mit dem Spiel aufzuhören, wo sie einfach sagen, ich will nicht mehr, ich mag das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich werde hier nicht mehr weitermachen. Und zu diesen Problemen zählen natürlich ganz oben auf der Liste die Bots. Die kann man nochmal unterteilen, also Bot ist nicht gleich Bot, es gibt verschiedene Arten von Bots und manche Leute argumentieren, Bots sind in gewisser Art dann nicht so schlimm wie andere Bots. Ich finde persönlich, alle Bots sind ziemlich schlimm, aber theoretisch kann man sie einkategorisieren in Farm-Bots, die wirklich nur da sind, um Penya zu generieren. Das sind meistens diese Moonbeam-Assist-Bots. Dann gibt es Level-Bots, die vor allem im High-Level benutzt werden. Ich begegne täglich welchen in der Koralleninsel leider, die dann auch tatsächlich Spots blockieren und Leute nerven. Meistens sind das 1v1-Klassen. Ich habe jetzt schon gesehen, Knights, Jester, Blade, Ranger, also all diese Bots gibt es, meistens in der Verbindung mit einem HC-Tool-RM, also ein Bot, der quasi automatisch HC'd wird, immer geheilt wird und immer auf Sekunden genau seine Buffs ausführt. Das ist eigentlich ziemlich offensichtlich, immer wenn jemand bottet. Also erkennt man eigentlich sofort innerhalb von ein paar Sekunden in der Regel. Und ja. Und die letzten Bots sind die Material-Bots. Falls euch schon mal aufgefallen ist, wenn ihr mal Materials sammeln wollt in Flaris oder vor allem Garden of Rises ist natürlich am schlimmsten. Dark und 3 und Asria ist es tatsächlich nicht so schlimm. Aber vor allem in Flaris und Garden of Rises müsst ihr mal einfach nur drauf achten. Catcher respawnen ja immer in so einem, in so einem Schwung. Ja, also wenn ein Channel leer gefarmt ist von Catchern, ich weiß nicht die genaue Zeit, wann es respawnt, bin jetzt nicht so im Catcher-Game drin, aber die spawnen eigentlich alle ziemlich genau zeitgleich. Also wenn ein Catcher gerespawnt ist, kann man sich sicher sein, da ist nicht nur einer gerespawnt, da sind wahrscheinlich alle oder die meisten gerespawnt. Das heißt, wenn einer da ist, sind wahrscheinlich noch mehr da. Das Ding ist aber, wenn man so durch Flaris oder Garden of Rises fliegt, kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Uhrzeit an und so. Und manchmal hat man vielleicht trotzdem Glück, dass die Bots gerade auch noch auf einem anderen Channel beschäftigt sind. Aber meistens ist es einfach so, du findest kaum bis keine Catcher. Und wenn doch, kommt innerhalb von ein paar Minuten irgendwann einer angeflogen. Ein kompletter Low-Level-Character zielt auf den Catcher zu und holt ihn sich. Und das sind die Catcher-Bots. Auch deswegen sind Material-Preise so angenehm günstig auf Boodeng, ja, weil die einfach permanent von Bots gefarmt wird und kaum ein echter Spieler noch Materials farmt, weil das alles die Bots übernehmen. Und ja, die Bots sind natürlich ein riesiges Problem. Die Auswirkungen davon sind klar. Die Inflation wird durch sie extrem angeheizt. Es wird extrem viel und wir reden hier wirklich von Beträgen, die abnormal hoch sind. Ich weiß sie natürlich selber nicht genau. Aber man muss sich ja nur mal vorstellen, was ein Charakter in 24 Stunden selbst mit einer miserablen Killtime, selbst im Level 60er Bereich, an Penya generieren kann. Müsst ihr euch vorstellen, 24-7, der macht nicht eine Minute Pause. Gut, vielleicht wird er mal gekillt, wenn er auf Channel 4 ist. Oder vielleicht stirbt er mal durch einen Giant oder so, der von einem anderen Spieler geholt wird oder so. Ja, aber grundsätzlich ist der 24-7 da. Das heißt, selbst mit einer miserablen Killtime generiert der mehrere Millionen, wenn nicht sogar hunderte Millionen Penya, je nach Levelbereich vielleicht, an Penya jeden Tag. Und es gibt ja nicht einen Bot, es gibt ja, also nicht einen Bot im Sinne von einem Programm, sondern einen Bot im Sinne von einem Charakter. Es gibt ja hunderte, tausende Bots in verschiedenen Levelbereichen. Also die Millionen bis Milliarden Penya, die hier stündlich oder täglich generiert werden, müssen ins Bodenlose gehen. Also es muss gigantisch sein, was da erzeugt wird. Und das ist natürlich alles eine extreme Entfachung der Inflation auch, logischerweise. Und die dann gleich noch der nächste Punkt ist. Aber das ist halt ein Problem, das man einfach nicht ignorieren kann. Jetzt haben sie wohl irgendwie mal so ein bisschen eine Krisensitzung gehabt, habe ich mitbekommen oder habe ich gehört.
Und was auch aufgefallen ist, ist, sie haben aus dem Cash-Shop die Gigglebox entfernt. Man konnte sich ein CS-Bit für Penya kaufen, die Gigglebox, und nahezu jeder Farm-Bot hatte die Gigglebox. Also die meisten Bots konnte man straight up daran erkennen, oder beziehungsweise das erste Warnzeichen war immer, oh, der hat eine Gigglebox. Das ist wahrscheinlich ein Bot. Und in 99% der Fälle war das auch richtig. Sicherlich gibt es auch den einen oder anderen echten Spieler, der die Gigglebox benutzt hat. Will ich gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Aber Gigglebox war immer so direkt so, okay, da bin ich jetzt misstrauisch, weil Gigglebox benutzen eigentlich nur Bots. Und jetzt wurde sie aus dem Cash-Shop entfernt. Aber die Frage ist halt, wieso jetzt noch? Ja? Wir reden seit, also die Community selbst, ja, diskutiert oder schmiedet Pläne seit Jahren oder seit über einem Jahr gegen diese Bots, ja. Und einer der ersten Vorschläge, die ich jemals gehört habe in der Thematik, hey, wie kann man die Botter schlechter machen oder wie kann man den Bottern die Suppe versalzen? Einer der Sachen war immer sofort, mach doch zumindest mal die Gigglebox aus dem Cash-Shop. Jeder Bot hat die Gigglebox, wenn die ihre Items selber aufheben müssen. Klar, botten sie weiter, aber sie müssen, also sie werden zumindest ein kleines bisschen langsamer und man kann ihnen zumindest ein bisschen die Tour versauen, so ungefähr. Klar, dass es wahrscheinlich nicht viel bringt, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber jetzt hat Gala wohl tatsächlich die Gigglebox aus dem Cash-Shop entfernt. Ein Jahr, nachdem das Botter-Problem das erste Mal so richtig hochgekocht ist, ja, also jetzt, oder über ein Jahr schon. Also das Botter-Problem ist richtig schlimm geworden, nachdem Asria released wurde. Am Anfang gab es die entweder tatsächlich noch wirklich gar nicht, die Bots, beziehungsweise sind sie einem da noch nicht so extrem aufgefallen. Sie wurden immer nerviger, vor allem im Low-Level, als halt die richtigen Spieler aus dem Low-Level verschwunden sind und man gemerkt hat, okay, im Low-Level sind nur noch Bots unterwegs. Und das ist jetzt schon weit über ein Jahr her und jetzt haben sie erst die Gigglebox aus dem Cash-Shop entfernt. Also da muss man schon mal sagen, wie realitätsfern kann man sein, dass man so eine Maßnahme jetzt doch trifft, so viel später, nachdem man vielleicht jetzt ein Jahr lang gesagt hat, die Maßnahme würde nichts bringen und jetzt macht man es doch. Also hätte man es auch schon vor einem Jahr machen können, theoretisch. Also schon ein bisschen irgendwie seltsam. Ja, dann der nächste Punkt ist, was ich gerade schon angesprochen habe, die Inflation. Hier muss man dazu sagen, also die meisten von euch, die meine Videos gucken, sind ja wahrscheinlich von Burudeng, aber auch der ein oder andere auf Totemia. Also für Burudeng-Spieler kann ich nur sagen, unsere Inflation auf Burudeng, die ist tatsächlich noch glimpflich, ja, also die ist schwach im internationalen Vergleich. Wenn man mal auf die asiatischen Server guckt, namentlich vor allem LaWolf oder auch Totemia, denen ihre Inflation ist fast, also Inflation auf Totemia ist fast doppelt so schlimm wie auf Burudeng, Cash-Preis fast doppelt so hoch, F-Coin-Preis und auf LaWolf dreimal so krass. Das muss man sich mal geben. Also das heißt, Burudeng ist tatsächlich, was das angeht, noch echt angenehm. Ja? Viele Leute sagen ja auf Burudeng schon, die Inflation ist super nervig und super kacke. Und ich meine, ist sie auch, keine Frage. Ich meine, Inflation in welcher Form auch immer, also zumindest so eine starke Inflation, in welcher Form auch immer, ob es jetzt 10%, 20% oder 30% monatlich sind oder was auch immer, ist immer kacke. Aber tatsächlich ist Burudeng da echt noch human. Also wir sind dann, also wir bewegen uns seit einiger Zeit auf einem relativ ganz schwachen Anstieg, ja, von wenigen Prozent die Woche oder von maximal 10% im Monat oder so. Andere Server haben das, wie gesagt, doppelt bis dreifache Inflation. Die haben Cashpreise, die sich verdoppelt, verdreifacht haben im Vergleich. Da ist das nochmal wesentlich schlimmer. Die Gründe dafür, wie gesagt, ein Hauptgrund werden die Bots sein. Wollen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Lediglich, dass es halt ein riesiges Problem ist. Gala scheint das auch etwas erkannt zu haben. Deswegen vermute ich das Event mit den Red Eggs, wo man jetzt hier sein Penya vergeuden soll, um sich Power-Ups zu holen. Und grundsätzlich ist das natürlich ein netter Ansatz. Aber ich meine, wenn man sich mal die Preise einfach anguckt, man muss sich mal angucken, vor dem FEC-Server auf Burudeng der Cash-Preis bei zweistelligen Millionen Penya-Beträgen. Ich glaube, so im 70 bis 80 Mio-Bereich sowas. Irgendwo in dem Bereich. Ist schon lange her, deswegen ist es jetzt echt schwer zu sagen. Also egal, jedenfalls deutlich niedriger. Also mittlerweile bei weit über 120 Millionen. Bei 120 Millionen plus. Also hat sich nahezu verdoppelt innerhalb von etwas über einem halben Jahr. Also ist schon auch ganz schön krass eigentlich, der Zeitraum, in dem sich das entwickelt hat. Und auf anderen Servern, wie gesagt, ist es noch wesentlich schlimmer. Und da fragt man sich halt, hätte man da nicht schon mal ein bisschen früher vielleicht eingreifen können, schon während dem FEC-Server vielleicht, als sich die Preise stark erhöht haben. Gut, während dem FEC-Server kann man vielleicht auch dazu sagen, da hat vielleicht auch einfach ein Mangel an F-Coin auf den alten Servern bestanden, der zusätzlich dafür gesorgt hat, dass ja, die Preise halt einfach steigen, weil die meisten Leute halt auf dem FEC-Server lieber ihr Cash ausgegeben haben, ihre F-Coin ausgegeben haben. Das mag natürlich auch schon eine Rolle gespielt haben, aber wenn das wirklich der einzige Grund gewesen wäre, dann hätten sich die F-Coin-Preise ja nach dem FEC-Server-Ende wieder normalisiert oder wären wieder zurückgegangen. Und das sind sie, glaube ich, kurzzeitig, aber danach sind sie eigentlich direkt wieder angestiegen. Also kann man hier durchaus sagen, dass der Gala wirklich mal früher hätte reagieren sollen.
Und ein so ein zweiwöchiges Event, wo man jetzt halt mal ein bisschen Peña rausballert, das wird halt nichts an der Gesamtsituation ändern. Die Gesamtmenge an Peña, die im Spiel ist, ist einfach viel zu gigantisch. Die ist monumental, liegt wahrscheinlich bei mehreren Billionen, wahrscheinlich sogar hunderten Billionen mittlerweile. Wenn man bedenkt, dass es mehrere Spieler gibt, die zig Milliarden auf dem Konto haben. Ja, da wird halt so ein zweiwöchiges Event auch keinen Unterschied machen. Selbst wenn da ein Spieler 5 Milliarden reinballert, das ist einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das bringt nichts. Ein weiteres Problem, bei dem man ein bisschen drüber streiten kann, ob das jetzt wirklich ein grundlegendes Problem ist. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal auf die Liste mit aufgenommen, weil ich mir einfach gedacht habe, irgendwie ist das schon auch ein bisschen traurig, ist folgendes, und zwar kommt auch gleich nochmal ein bisschen auf die Inflation zu sprechen, aber alle, und damit meine ich wirklich nahezu jeden Anfänger, der in meinen Stream kommt oder auch auf YouTube die Kommentare, gefühlt die Hälfte aller Leute, die an FLIVE Interesse haben oder FLIVE verfolgen, oder selbst spielen, alle warten nur auf den FEC-Server. Also gefühlt, alle warten einfach nur darauf, dass der nächste FEC-Server kommt. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Problem. Also einerseits liegt es wahrscheinlich auch an der Inflation. Also ich meine, für Anfänger ist die Inflation natürlich extrem entmutigend. Wie gesagt, Bodeng verhältnismäßig im internationalen Vergleich noch harmlos. Aber wenn halt wirklich nahezu jeder, der jetzt sagt, okay, ich würde jetzt eigentlich gerne FLIVE anfangen, aber ganz ehrlich, ich warte lieber auf den FEC-Server. Dann sagt man den Leuten, ja gut, ich meine, wenn ein FEC-Server nochmal kommt, dann wird das halt frühestens wieder im Mai sein, zum Anniversary. Oder halt einfach zum gleichen Zeitraum wie letztes Jahr. Ich meine, sonst macht es ja eigentlich keinen Sinn. Ich meine, jetzt schon wieder ein FEC-Server, 3 Monate nach Ende des letzten Servers, wäre ein bisschen crazy. Also würde das Spiel im Endeffekt nur noch aus FEC-Servern bestehen. Das wird nicht passieren. Also das wird mindestens noch ein paar Monate dauern, vielleicht sogar ein halbes Jahr oder so. Aber dann sagen die Leute halt, ja, egal, ich warte oder ich will jetzt aber nicht anfangen, ich will lieber auf FEC-Server anfangen. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen blöd, weil im Endeffekt schneidet man sich dann halt mit so einem FEC-Server auch irgendwie ins eigene Fleisch, weil sicherlich ist der FEC-Server an sich eine nette Sache gewesen, weil ich ja meine Kritikpunkte letztens erst in einem anderen Video nochmal geäußert habe, was so nicht so cool ist an dem FEC-Server. Und ja, grundsätzlich ist das jetzt natürlich nicht wirklich was extrem Negatives, aber wenn man halt so eine Mauer einfach vor sich her schiebt, also vor dem Spiel besser gesagt herschiebt, so warum jetzt anfangen, also eine mentale Mauer, wenn du auch auf dem FEC-Server starten kannst. Du kriegst doppelt so viel XP, du kriegst doppelt so viele Drops, es ist viel leichter, sich Equipments abzugraden, zu craften, es ist günstiger, pipapo. Ja, dann fragt man sich halt so, ist das nicht dann irgendwie trotzdem kontraproduktiv langfristig, wenn Leute wissen, dass es diesen FEC-Server gibt oder gab und wahrscheinlich wiedergeben wird, wobei das immer noch nicht sicher ist, davon abgesehen, aber wenn es ihn wirklich wiedergeben sollte, ja, dann hast du halt immer dieses Problem, dass halt Leute, die dann außerhalb dieses FEC-Server-Zeitraums gar keine Lust haben anzufangen, gar keine Motivation haben anzufangen, weil sie wissen, wie viel leichter es auf dem FEC-Server ist und dann spielen sie lieber 6 Monate lang gar nicht, um dann auf dem FEC-Server zu starten und dort dann im Endeffekt auch weniger Geld auszugeben, weil Upgrade-Chance erhöht oder wie auch immer der neue FEC-Server sein wird, falls einer kommt. Ist ja egal. Jedenfalls stellt das trotzdem irgendwie ein Problem dar, weil damit der Zuwachs an neuen Spielern auf den normalen Servern tatsächlich beschnitten wird und ein fehlender Zuwachs oder ein fehlender Fluss von neuen Spielern, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass wir keine neuen Spieler bekommen, aber es sind auf jeden Fall weniger, als es sein könnten und das ist auf jeden Fall irgendwie auch schon ein Problem. Der nächste Punkt ist einer, den wahrscheinlich viele Leute irgendwie nachvollziehen können, und zwar die Events. In letzter Zeit werden immer mehr, wahrscheinlich weil einfach auch schon lange kein richtig geiles Event mehr war, immer mehr die Events kritisiert. Ich würde sagen, das aktuelle Event ist sogar gar nicht so bad, aber das Problem ist, also das mit den Eiern jetzt meine ich, das ist nicht das New Year 2024 Event, das Problem ist einfach, bei vielen Events fehlt einfach irgendwie das durchdachte, aus Spielersicht vielleicht draufschauende Auge. Das beste Beispiel ist eigentlich das New Year Event 2024. Ich meine, das Eck-Event ist jetzt kein so gutes Beispiel, weil das kommt natürlich auch auf den Server an, wegen Inflation und so. Aber grundsätzlich ist es so ein Event, das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Es wird auch wieder irgendwie so ein bisschen weggehatet, weil man momentan einfach alles weghatet. wenn man wirklich drüber nachdenkt, rein preis-leistungstechnisch, was du ausgeben musst für die Power-Ups, die man bekommen kann, ist es eigentlich ganz gut. Aber das Problem bei vielen Events ist einfach eben, dass sie langweilig sind. Und jetzt beim 2024 New Year Event ist halt das Problem, dass es halt einfach extrem schlecht durchdacht ist. Ja, und das ist das Problem bei vielen Events schon gewesen. Und es wird wahrscheinlich auch weiterhin das Problem bei vielen Events sein. Und zwar, was ich jetzt genau meine, ist einfach,
mehrere Sachen sogar. Das 2024-Event ist wahrscheinlich vom Stand, also vom aus Spielersicht eines der schlecht durchdachtesten Events aller Zeiten. Du hast eine Low-Level-Quest und eine High-Level-Quest. Du musst 2024 Monster töten, was extrem viele Leute jeden Tag kritisieren. 2024 Monster ist einfach zu viel. Es wäre noch okay, wenn die Quest nicht jeden Tag resetten würde, aber sie resettet jeden Tag um 0 Uhr. Das heißt, man kann es auch nicht über zwei Tage verteilt machen, dass man sagt, okay, heute töte ich 1000 Monster und morgen töte ich 1024 Monster. Dann ist es noch halbwegs machbar für mich. Nein, das geht nicht. Die Quest resettet um 0 Uhr und dann ist Feierabend. Da musst du alles nochmal machen, wenn du es nicht geschafft hast. Viele Leute kritisieren das, weil es einfach zu anstrengend ist, zu viel ist, 2024 Monster zu töten. Hängt natürlich auch mit dem Spielstil zusammen. Jemand, der jetzt im Low-Level 1v1 ist, hat nicht so einen krassen Kill-Speed wie jemand, der im Mid-to-High-Level AOE ist oder besseres Equipment hat. Keine Frage. Also man kann es auch nicht einfach so sagen, ja, also ich kill die in 30 Minuten, also ich habe da kein Problem. Ja, das ist eine ziemlich dämliche Logik, weil nicht jeder hat dein Equipment, nicht jeder ist auf deinem Level. Also so darf man überhaupt nicht argumentieren. Man muss es immer aus möglichst der Sicht aller Spieler sehen. Und das Makabre ist ja quasi dabei, sie machen extra eine Low-Level-Quest für Low-Level-Spieler mit anderen Belohnungen. Was sie aber nicht machen, ist, dass sie auch das Low-Level-Ziel verringern. Weil es ist ja logisch, dass jemand, der nicht mal Level 60 erreicht hat, geschweige denn jemand, der Level 75 ist, nicht den gleichen Killspeed oder nicht das gleiche gute Equipment hat, einfach weil er halt noch ein Anfänger ist, weil er halt noch seinen ersten Charge spielt. Er hat keine High-Level-Buffs, er hat kein krasses Equipment, weil er halt einfach erst angefangen hat zu spielen. Ja, der kann halt keine 2024 Monster in einer Stunde töten. Der braucht Minimum 2, wenn nicht sogar 2,5 bis 3 Stunden dafür. Und das ist halt einfach so. Das ist einfach eine Tatsache. Und da kann man natürlich sagen, ja, ich töte sie schneller. Ja, das ist ein beschissenes Argument, Bro. Und dass man da nicht sagt, okay, für Low Level haben wir schlechtere Belohnungen. Dafür, also schlechter in Anführungszeichen, dafür andere Belohnungen. Dafür müsst ihr aber auch weniger Monster töten, weil wir erkennen euch an, hey, okay, ihr seid Low Level, ihr könnt keine Prodex bekommen. Und dafür machen wir es euch zumindest leichter, indem wir sagen, ihr müsst 1000 Monster weniger töten. Fertig. Aber nicht mal das machen sie. Das heißt, einfach null Anerkennung dafür, dass es Leute gibt, die halt noch nicht so weit im Spiel sind, die vielleicht nicht so schnell diese 2024 Monster töten können. Also überhaupt keine durchdachte Denkweise, obwohl man extra das ganze Event aufsplittet, dass man es für Low-Level-Spieler etwas erträglicher, etwas leichter macht, weil sie halt noch nicht so weit sind im Spiel. Und der nächste Punkt beim gleichen Event, ja, wir sind immer noch beim New Year-Event, ist, man kann es mit 8 Char über Party-Share abusen. Sicherlich der Grundgedanke davon ist wahrscheinlich Teamplay, Dungeons, dass man da die Event-Monster mitfarmen kann. Ja, aber da muss man halt dann trotzdem nochmal einen Schritt weiter denken. Mache ich wirklich ein Event, das sich eigentlich nur dann lohnt, wenn ich es mit 8 Chars zeitgleich mache? Weil man muss sich das mal vorstellen. Ich habe einen Charakter und farm jetzt 1000 oder töte jetzt diese 2024 Monster und hole mir diese New Year Box. Was ist der Sinn davon, wenn ich es auch mit 8 Charaktern machen kann? Also warum sollte ich es jemals mit einem Charakter machen, wenn die Möglichkeit besteht, mir die 8-fache Belohnung zu holen mit 2 Charaktern? Und da ist es ja auch noch nicht vorbei. Nicht nur die 8-fache Belohnung ist möglich. Man kann sich sogar die 16-fache Belohnung holen, wenn man beide Quests annimmt als Non-Master, Master und dann, egal ob man im Master-Level oder im Non-Master-Level Monster tötet, beides zählt für beide Quests zum Quest-Fortschritt, wodurch man durch das Töten von 2024 Monstern auf 8 Chars, die beide Quests angenommen hat, eine 16-fache Belohnung bekommen kann gegenüber jemandem, der zum Beispiel im Low-Level nur einen Charakter hat, der kriegt für 2024 Monster-Kills nur eine Box. Das muss man sich mal geben. Also da fragt man sich dann wirklich, machen die das mit Absicht? Also soll das so sein, dass man immer 8 Charakter hat und dann zudem noch das mit dem Master? Also da muss man sich wirklich fragen, ist das wirklich einfach wirklich so schlecht durchdacht, dass da keiner auf die Idee kommt, dass man das irgendwie ausnutzen könnte? Oder wollen sie, dass die Spieler das ausnutzen, weil nur dann sich das Event überhaupt lohnt? Das ist halt wirklich dieser Gedankengang, den man irgendwie einfach nicht verstehen kann. Und das alles ist ein Event, das muss man sich mal geben. Das alles sind Probleme, die mit einem Event bestehen. Und das ist nicht das einzige Event, mit dem es Probleme gibt. Viele andere Events lohnen sich einfach nicht. Viele andere Events fühlen sich nicht belohnend an. Fühlen sich langweilig an, schlecht durchdacht, wie auch immer. Also der Hass auf die Events von FNAF Universe ist ziemlich groß. Und wird wohl in Zukunft auch nicht weniger werden. Manchmal zugegebenermaßen muss man sagen, vielleicht sogar ein kleines bisschen ungerechtfertigt. Wie gesagt, das Eck-Event ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt auch nicht so enormen Hate dafür mitbekommen, muss man sagen. Das hier ist natürlich so ein bisschen Schwachsinn mit diesem Gesamteintauschen.
oder was heißt Schwachsinn, aber bei manchen Sachen macht es halt nicht so viel Sinn, bei anderen Sachen macht es vielleicht mehr Sinn. Manche Eier machen definitiv mehr Sinn als andere, keine Frage, aber worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt nicht alles an jedem schlechten Event ist unbedingt schlecht. Ja, also man kann immer so ein bisschen das Positive trotzdem draus nehmen. Bei den Eiern jetzt das beste Beispiel, für 100.000 kannst du sie upgraden mit einer 50% Chance. Und wenn du das nächste Ei erreichst, das Orangene müsste das sein, kriegst du 2 Potion Boxen und im Schnitt wirst du dafür 200.000 Penya zahlen. 2 Potion Boxen für 200.000 Penya, aka eine Potion Box für 100.000 Penya, ist extrem gut. Ja, das ist ein extrem guter Preis. Potion Boxen sind Potions aus den Potion Boxen sind mit die besten Power-Ups im Spiel. 10% Crit-Rate, 10% Crit-Schaden, 10% Magiebeschleunigung, 5% magische Kraft. Ja, das sind mit die besten Power-Ups im Spiel. Also man kann da auch immer probieren, trotzdem noch das Positive aus einem Event mitzunehmen. Außerdem ist die Droprate von den Eiern, finde ich, verhältnismäßig halbwegs hoch, wobei die natürlich auch daran bemessen wurde, dass man, um einen Blue Egg zu erreichen, natürlich extrem viele rote Eier braucht. Natürlich. Aber man kann sich hier schon wirklich auch ein bisschen noch was Positives aus den meisten Events mitnehmen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist der Hass auf Events durchaus relativ groß. Mein letzter Punkt ist dann etwas, was einfach seit Release sich nicht verbessert hat und ich meine mal gehört zu haben, was der Grund dafür ist. Das hat wohl Software-entwicklungstechnische Gründe, warum das nicht so einfach verbessert werden kann. Und worauf ich hinaus will, sind die Port-Bugs und Posi-Bugs. Ja? Also den meisten Leuten von euch ist das wahrscheinlich schon mal aufgefallen, wenn ihr zum Beispiel, wenn ich jetzt hier gegen diesen Stein laufen würde, so richtig mittig und dann laufe ich außen rum oder so gegen so eine Koralle, besteht eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich direkt wieder zurückgeportet werde. Weil mein Charakter zwar augenscheinlich eigentlich dran vorbeigelaufen ist, aber aufgrund von, also die technischen Gründe kann ich euch gar nicht nennen, aber aufgrund von verschiedenen Gründen, also verschiedenen technischen Hintergründen, ist mein Charakter tatsächlich noch dahinter. Ja? Und das ist so ein klassisches Problem, warum man öfter mal beim Leveln stirbt. Also vor allem Hit and Run hat da große Probleme. Oder auch Zweitcharakter, die irgendwo hängen bleiben, weil sie langsamer sind als der Main Character. Man sieht nicht, dass er hängen geblieben ist, weil er augenscheinlich eigentlich nicht hätte hängen bleiben dürfen, ist aber trotzdem hängen geblieben und dann stirbt er halt, weil er halt lost ist. Oder ein klassisches Beispiel ist auch, du springst während der AOE, ein Monster hittet dich und du wirst einfach zurückgeportet. Und dann stirbst du. Und lauter solche Sachen, ja. Und das alles kann man so unter dem Ding Portbug, Posi-Bugs, wie auch immer, so ein bisschen zusammenfassen. Ist super nervig, ist seit Release des Games im Spiel und es hat sich augenscheinlich für mich zumindest noch nicht ein einziges Mal gebessert und es wird sich wahrscheinlich auch niemals bessern. Wie gesagt, ich habe da mal was gelesen, aber es ist auch jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, was schon lange her ist, deswegen erinnere ich mich nicht mehr ganz so gut dran. Aber auf jeden Fall, also ich kann es ja einfach sagen, aber wie gesagt, unter Vorbehalt, kann sein, dass es nicht stimmt, kann sein, dass es nicht von einem Game Master oder von einem Developer stammt, diese Info. Aber ich habe mal gehört oder ich meine gelesen zu haben, dass es irgendwas mit dem Anti-Cheat, also mit irgendwie quasi Anti-Cheat-Mechanismen wohl zu tun haben soll. Wie gesagt, warum genau das jetzt so ist, vollkommen irrelevant. Tatsache ist, es ist super nervig und man muss halt einfach damit leben. Was halt aber irgendwie auch nicht so eine tolle Lösung ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gefühlt, also ich als Spielestyler, ich habe bestimmt schon 500 Tode oder mehr, die ich eigentlich nicht hätte sterben dürfen, weil ich eigentlich nichts richtig falsch gemacht habe, sondern das Spiel hat in dem Moment einfach nur das falsche Signal oder wie auch immer man es nennen will, gesendet, mich zurückgeportet, mich in der Luft zurückgezogen, als ich gesprungen bin, was ja eigentlich, würde ich mal behaupten, nicht passieren sollte. Und da solche Sachen. Ja. Also die einfach schlechte Performance des Games, kann man es vielleicht nennen, in manchen Bereichen, die ist einfach immer noch frustrierend und nervt. Und damit will ich einen Punkt dahinter machen. Wie gesagt, man könnte die Liste jetzt noch unendlich erweitern mit vielen weiteren Problemen. Es gibt ja auch viele Sachen, die jetzt sehr spezielle Spielstile vielleicht betreffen, wo jetzt nicht jeder direkt nachvollziehen kann, wenn er das selber noch nicht so erlebt hat. Gibt vielleicht bei meinen Punkten auch dem einen oder anderen so, dass er jetzt gar nicht weiß, was ich da jetzt unbedingt gemeint habe oder so. Und deswegen sage ich, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht sieht das ja irgendjemand bei Gala. Höchstwahrscheinlich nicht, aber man kann es ja probieren. Und würde mich aber auch persönlich einfach interessieren, wo ihr so denkt, was so eure größten Probleme sind mit dem Spiel. Wie gesagt, momentan ist die Situation wieder so ein bisschen am Hochkochen. Was man abschließend jetzt noch sagen kann, ist vielleicht, sie haben zum Anniversary, oder nee, nicht zum Anniversary, sondern vor ein paar Monaten haben sie auf jeden Fall mal, zu WeMade Connect war das, glaube ich, relativ genau, Ende Sommer war das, haben sie mal so eine Spielerumfrage gemacht.
wo man auch tausende Sachen einfügen konnte. Und da frage ich mich halt, was ist eigentlich mit den Ergebnissen davon? Warum sagt man eigentlich nicht öffentlich, aus der Umfrage hat sich ergeben, das und hier und jenes, das sind so eure größten Kritikpunkte und wir haben folgende Maßnahmen dafür oder wir schlagen folgende Maßnahmen vor oder wir arbeiten an Maßnahmen, ohne konkret zu werden, dass das besser wird. Hat jemals eine Auswertung dieser Umfrage stattgefunden? Vermutlich. Wurde sie mit uns kommuniziert? Vermutlich nicht. Wurde generell Feedback verarbeitet in Bezug auf einfach alles? Eher weniger. Zumindest kommt davon wenig an beim Spieler. Also die Transparenz von Gala ist weiterhin ein großes Problem. Und ja, da wünscht man sich einfach mehr, dass mehr passiert, mehr Offenheit, mehr Kommunikation weiterhin. Aber das war ja schon immer das Problem. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, so ein ähnlicher Aufstand wie jetzt oder so ein ähnliches Hochkochen der Emotionen hat schon mal stattgefunden. Vor, ich weiß gar nicht, so Ende 2022, glaube ich, oder ein bisschen früher sogar. Also schon vor langer Zeit auf jeden Fall. Und was war da? Auch nichts. Die Situation ist eigentlich im Endeffekt einfach nur abgeklungen, dadurch, dass Gala mehr oder weniger nichts getan hat, kann man sagen. Also es ist einfach so ein bisschen, hat sich im Sande verlaufen. Die Leute haben einfach die Motivation, die Lust verloren. Es haben einige Leute gequittet. Und das war's. Ja. Es ist einfach gar nichts passiert. Und deswegen ist die traurige Realität, in der wir uns befinden, dass dieses Mal wahrscheinlich auch wieder eher nichts oder zumindest weniger passieren wird. Und das ist natürlich schade, aber wie gesagt, leider oftmals die Realität mit Gala und mit Flife. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei, wo wir gerne auch über solche Themen wie immer diskutieren können. Link ist in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.